Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Gestern habe ich euch davon erzählt, warum mir Ranked und bzw. Hearthstone aktuell kaum noch Spaß macht. Heute möchte ich euch zeigen, warum Arena mir kaum noch Spaß macht. Ich werde jetzt nicht das gleiche erzählen, was ich gestern erzählt habe, für alle, die dieses Video jetzt zuerst gucken und das gestrige Ranked, warum ich kein Ranked-Spiele mehr Highlight nicht gesehen haben. Guckt euch das erstmal an, weil ansonsten erzähle ich 5 Minuten den gleichen Käse. Weil es ist fast der gleiche Käse. Wir haben nämlich in einem Arena-Match gegen einen Priest gespielt und ihr wisst, ja, normalerweise draftet man in der Arena 30 Karten. Mein Priest hat sich aber gedacht, ja, wir machen einfach mal 40 draus. Denn der Priest hat einfach so viel discovered und so viel gestohlen. Und davon war alles so insane. Ich sag ja schon immer, wer mehr discovered, gewinnt. Aber was der getrieben hat, war einfach nicht mehr von dieser Welt. Letztendlich, wir als Schurke hatten weniger Schurkenkarten gespielt als der Priest. Gefühlt natürlich. Und das ist einfach nicht okay. Wir haben plötzlich nicht mehr gegen einen Priest gespielt, sondern gegen einen Schurken. Und das darf doch eigentlich nicht sein. Denn Hearthstone sollte schon irgendwie ein Spiel sein, wo es um Skill geht, wo du was lernen kannst, wo mein Knowledge über das Spiel mir hilft, gegen einen Priester zu gewinnen. Wenn der Priester aber, wie gesagt, anfängt, nur noch Rogue-Karten zu spielen, was machst du dann eigentlich noch? Und das ist vielleicht ein Extrembeispiel. Es ist, nicht falsch verstehen, das ist ein geiles Match. Es ist ein wirklich geiles Match. Und man ist deswegen jetzt nicht salty oder so. Aber es zeigt auch, wie belastend Hearthstone aktuell sein kann. Weil du gehst in die Arena, du zahlst dafür Gold, du willst irgendwas reißen und dann wirst du, dann hast du Matches, wo du nichts dagegen tun kannst. Das ist zwar zum Zugucken total geil, aber zum Selbstspielen ist es einfach irre belastend. Und es ist so viel RNG, selbst in der Arena. Ich meine, das war gefühlt besser als Constructed. Wo ist da der Spielspaß? Und das meine ich jetzt ganz ernst. Ich habe 4 Arenen nur seit Kobolds und Catacombs gemacht. Weil alle 4 Arenen dieselben Mechaniken hatten. Und das tut ganz schön weh. Da wünsche ich mir schon fast wieder die Lich King-Zeit zurück. Da war es zwar auch schon anstrengend, aber nicht so heftig, meines Erachtens. Macht euch selbst mal ein Bild und schreibt mir natürlich eure Meinung vor allem in die Kommentare. Ich muss das erstmal verarbeiten. Gebt euch mal, wie viele Non-Priest-Karten ein Priest spielen kann. Valyra versus Anduin. The light shall bring victory. Watch your back. Greetings, PM. Ich glaube auch, ich muss mich jetzt gleich erstmal was zu essen kümmern, sonst schaffe ich den Stream um 28 Uhr nicht, ey. Sonst gehe ich ja ein. Psionic Probe. Oh Mann. Das gefällt mir doch schon wieder nicht. Ich denke, gegen Priest Weber pushen. Das kann einfach nicht angehen, dass wir jetzt schon wieder 2-2 stehen, Mann. Okay, Mind Vision auch noch. Stop it. Please stop it. Der hat jetzt schon drei random Karten. Aus Oracle, aus Mind Vision und aus Psionic Probe. Ich finde das nicht gut. Damn, ich hätte nicht mit der Waffe traden sollen. Jetzt merke ich, dass das ein Fehler war. Na, was soll's. Pushen wir halt. Okay, dementsprechend war es gar nicht so schlimm. Jetzt hat er 4 random Karten in der Hand. Join the guild. We have cookies. Out of my
quite what was planned. Ist trotzdem saugut für ihn gerade. Es nimmt so das Tempo raus. Hau rein, Bella. Alter. Okay, das ist mir Gott sei Dank wurscht. Ich denke, es ist okay. Wir brauchen jetzt Board Pressure. Die Zahl bei den Gegnern bedeutet, was er... in welchem Turn er die Karte gezogen hat. Okay, Fellfeuer kann er jetzt nicht spielen. Ist er tot im nächsten Turn? 5, 6. Okay, never mind. Er kriegt natürlich. Ich hab Hass und echt nicht vermisst die letzten Tage, ne? Das ist gut, das kann ich cleanen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf traden. Und selbst wenn es bauen mehr ist, ist mir egal. Das war die beste Potion, die er ziehen konnte, das ist richtig. Und natürlich. Ich meine, das ist vollkommen normal. Das, was gerade passiert ist, ist vollkommen normal. Onyx Spellstone aus Psionic Probe, die auch noch gebufft wurde, weil er tatsächlich genügend Deathrattle Minions gespielt hat mit Shifting Shade und Thresholden. Pure Skill, Hearthstone. Pure fucking Skill. Und wir müssen nicht darüber reden, dass er noch die perfekte Volcanic Potion für Bovclear random bekommen hat, oder? Natürlich, er kriegt meine Rogue-Waffe und meine Rogue-Gift-Kapsel. Er kann durch die Gift-Kapsel meinen Minion einfach wegmachen und nimmt nicht mal dabei Schaden, weil er meine Rogue-Waffe in der Hand hat. Spiele ich gerade gegen einen Schurken oder gegen einen Priester? Er ein Schriester war. Und natürlich kriegt er jetzt auch noch den Mara Mind. Durch eine random. Durch einen. Ich rede schon gar nicht mehr. Ernsthaft, das macht keinen Sinn. Natürlich nicht in den 2-2er.
Jetzt kriegt er noch ein verdammtes, noch eine Karte, die ihm eigentlich gar nicht zusteht. Wie lange braucht eine Ente im Backofen? Keine Ahnung. 3 Stunden? Das weiß ich nicht. Ja, Mene, das ist auch der Punkt, wo ich Haus und schießen werde für heute. Mir jetzt erstmal was zu essen hole. Achso, ja, benachbart, stimmt. War streicht. Das hier ist kein Constructed. Ich klau dir alles, Priest, ne? Das ist fucking Arena. Holy crap, ich kann das sogar clearen. Nochmal eine Karte, die ihm nicht zusteht. Ich meine, seht ihr das da oben? Spellstone hat ihm nicht gehört, Guild Recruiter hat ihm nicht gehört, Devour Mind hat ihm nicht gehört, Volcanic Potion hat ihm nicht gehört, Shadowblade hat ihm nicht gehört, Envenom Weapon hat ihm nicht gehört, Zap hat ihm nicht gehört, Jade Swarm hat ihm nicht gehört, Jade Shuriken hat ihm nicht gehört, Ferryman hat ihm nicht gehört. Das sind 10 Karten, die er gespielt hat, die nicht in seinem Deck waren. And we're still playing Arena. And it's over. Ich bestelle mir jetzt was zu essen, damit ich wieder glücklich werde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und schreibt mir vor allem eure Meinung in die Kommentare. Für mehr Hearthstone Action, lasst einfach ein Abo auf diesem Kanal da oder checkt diese beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Highlight.